Lalalalalalala. Und oh! Jetzt bin ich raus. Ich habe es satt, dass du den ganzen Tag nichts tust. Was, Papa? Du kannst mich doch nicht einfach so rausschmeißen und... Okay, du kannst mich doch rausschmeißen. Du wirst immer ein Versager für mich sein. Ach Gott, ich bin arm und habe nur noch einen einzigen Dollar in der Tasche und... Ach, was für ein bequemes Verkaufshaus. Ich werde es kaufen. Für einen Dollar ein Haus gekauft ist ein Schnäppchen. Aber unser Ziel heute wird es sein, zu beweisen, dass unser Papa falsch lag. Ich meine, wir sind kein Loser, wir sind ein Mega-Loser. Und ich glaube, der einzige Weg, wie wir es schaffen können, ist, ein Hacker zu werden und uns in jedes Gerät zu hacken. Freunde, ich sehe, dass ihr das Video am Handy schaut. Habe ich recht? Und wie wir uns als Hacker anstellen werden und ob wir es schaffen werden, unseren Papa zu beweisen, dass wir doch kein Loser sind, das werden wir uns noch herausfinden. Damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Become a Hacker to Prove That Wrong Tycoon. Und in diesem Spiel, Freunde, wurden wir von unserem Papa rausgeschmissen, weil wir kein Loser sind, kein Super-Loser, sondern ein Mega-Loser sind. Ja, Freunde, so hat er uns genannt. Und wir wurden rausgeschmissen. Wir haben einen Dollar und damit haben wir uns dieses Haus gekauft. Ist auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen, würde ich sagen. Let's go. Und hier können wir uns auf jeden Fall jede Menge Sachen freischalten. Oh, es gibt insgesamt 3 Enden in diesem Spiel und wir werden es natürlich jedes einzelne Ende freischalten, Freunde. Würde euch dieses Gesicht anlügen? Natürlich nicht. Und wir können jetzt hier... Okay, Freunde, ich würde sagen, das ist, das sollte man nicht machen. Okay, wir durchbrechen die Firewall. Okay, wir brauchen eine 0. Okay, wir brauchen eine 1. Wir brauchen eine 0. Okay, okay. 1, 1. Okay, das ist mein erster Tag-Attacker und noch eine 1. Okay, die Firewall wurde durchbrochen und wir werden den Code uploaden. 0111001. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber Freunde, wir hacken uns irgendwie durch und... Okay, du hast viel gehackt. Let's go. Also, ich meine natürlich, na klar, Freunde, als Hacker ist das natürlich super easy peasy. Okay, ansonsten gibt es hier noch Upgrades, die wir uns freischalten können. Tippgeschwindigkeit, okay, damit können wir schneller tippen. Leute schneller hacken. Okay, wir können Wi-Fi verstärken und unsere Hackfähigkeit. Okay, interessant, interessant. Aber ich würde sagen, mit den 2 Dollar, die wir haben, können wir uns unsere zweite Let's Go Etage freischalten. Und wir haben bis jetzt einen gehackt, okay? Das bedeutet, ein Opfer haben wir als geheimer Hacker XXSantexHacker3D-Giraffe. Ja, haben wir auf jeden Fall gehackt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal um, was es in der zweiten Etage gibt. Okay, wir können uns einen Freund einstellen. Interessant. Aber das Hauptziel wird es sein, für 1 Million, oh mein Gott, Dollar, unseren Papa zu beweisen, dass wir kein Loser sind. Aber, Freunde, in diesem Spiel gibt es auch einen Code, den wir einlösen können, nämlich auch den Code Hacker. Und damit, oh mein Gott, bekommen wir 15.000 Dollar. Okay, das erleichtert uns auf jeden Fall einiges. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Wir werden uns jetzt hier, oh, jede Menge Hacker. Oh ja, yeah, wir werden unser eigenes Hacker. What? Hey. Netzwerk aufbauen, entschuldigen Sie? Oh, Vitamine. Willkommen beim Hacker-Team. Wir müssen uns auch Codenamen geben, okay? Wir dürfen nicht kommunizieren unter Centex und Vitamine. Wir müssen natürlich immer nur unter Geheimsprache reden, dass keiner uns auffallen wird. Aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt hier. Let's go! Mehr Tippgeschwindigkeit und wir kaufen uns die mega krasse Upgrades. So, ich würde sagen... So, ja, alles auf Level 15, würde ich sagen, können wir hier easy peasy upgraden. Zack, 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 zack. Und, okay, okay, wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr, aber ich hoffe, jetzt bekommen wir natürlich genug Geld hier am Start. Oh, wir haben schon 9 Leute gehackt. Let's go. Was ist das hier, ein Ultraschall-Hacker? Ja, wir haben keine Robux. Wartet, Freunde, ich werde mir kurz Robux hacken. Haha. Okay, es hat nicht geklappt. Ich bin ein Loser. Mein Papa hat recht gehabt. Oh, der Server ist kaputt. Schnell, schnell, schnell. Der Server ist überlastet. Wir müssen ihn sofort, zack, reparieren. Okay, weiter an die Arbeit. Hackt es euch an die Computer. Oh, interessant, interessant. Jo, gute Arbeit, Vitamine. Gute Arbeit, Jeffrey. Sehr, sehr gut. Ihr macht das schon gut. Okay, jetzt haben wir aber genug Robux für uns gehackt. Und, hier steht aber 200 Robux und 499 Robux. Alles klar, Freunde. Es ist aber kein faires Angebot, muss ich sagen. Aber, naja, ich habe den trotzdem gekauft, weil ich kann. Ich werde mir sowieso alles hacken. Und da haben wir den Mega-Hacker. Und er ist noch besser als jeder andere Hacker. Oh, schaut ihr euch mal, okay? Wir stören ihn nicht, lieber nicht bei seiner Arbeit. Er macht den Job schon alleine sehr, sehr gut. Aber, Freunde, lasst uns mal... Oh, hier ein bisschen weiter umschauen. Was haben wir denn hier? Okay, okay, das sieht irgendwie nach irgendwas Giftigem aus.
komm schon. Wir müssen das aufheben. Zack, let's go. Tada. Okay, wir haben auf jeden Fall so ein, was war das? Irgendwas Radioaktives oder irgendwie sowas einsammeln. Okay, lass uns mal hier ein bisschen, oh, weiter umschauen. Denn da hinten haben wir doch auch wen. Okay, ist das etwa Hacker 3000 7x0? Ich glaube, es ist der. Okay, wir schauen mal vorbei. Yo, bist du's, Hacker 3000? Alter Mann, ich bin Bob. Haha, Bob, oh, sorry, Alter. Geh weg, ich will dich erledigen. Okay, ich geh schon. Ich geh verdammt nochmal schon, okay? Ist ja in Ordnung, verdammt nochmal. Ich bin hier der neue Hacker in der Stadt und ja, ich wollte dich fragen, ob du mir ein bisschen helfen kannst. Okay, wir fragen mal, wer bist du? Ich werde Leute erledigen für Geld. Kann ich dich einstellen? Ich meine. Ja, für 2 Millionen. Okay, tschüss. Und tschüss, 2 Millionen, so viel habe ich nicht, Kollege. Aber wenn wir genug haben, dann werden wir auf jeden Fall wieder zurückkommen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ende, was wir uns freischalten können. Oh, was haben wir denn hier am Start? Let's go, tschüss. Ich habe immer noch tschüss gesagt. Und wir sammeln jetzt hier diese radioaktiven Behälter oder irgendwie sowas ein, was auch immer das Ganze ist. Let's go. Da haben wir das zweite eingesammelt. Okay, okay. Hier haben wir noch ein chilliges Haus oder sowas. Schönen guten Tag. Hallo, hier ist auch kein Hacker vor der Tür. Ich glaube, das ist unauffällig, oder? Was? Du musst den Sprintspielplatz. Nee. Oh, was sehe ich denn? Hier oben, wer ist denn? Maxwell. Du hast Maxwell. Die Katze. Wir haben Maxwell die Katze gefunden. Let's go. Okay, Maxwell. Ruhe jetzt. Okay, es nervt. Let's go. Und wir holen uns hier. Okay, das dritte Radioaktive hier. Zack. Okay, braves Kätzchen. Ich bring dir dein Katzenfutter, Maxwell. Alles klar. Ich brauche nur noch, glaube ich, mal eine Ausschau halten, ob es hier noch irgendein anderer Behälter gibt oder war es das, Freunde. Wir haben bis jetzt 3 Stück insgesamt gefunden. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausbeute. Und wir haben Maxwell die Katze gefunden. Das ist doch das Wichtigste, Freunde. Okay, hinterm Leaderboard. Oh mein Gott, haben wir auch noch einen gefunden. Okay, das müsste jetzt aber wirklich der letzte sein. Ich meine, wir haben hier noch 10.000 Cash auf Start, haben 130 Opfer schon gehackt insgesamt. Okay, das bedeutet, meine Vitamine, Hacker machen eine gute Arbeit. Okay, das sind jetzt hier die Top-Hacker. Junge, was? 4.188.000. Alter Schwede, wo bin ich, Freunde? Ja, irgendwo da ganz unten. Bisschen weiter. Irgendwo da ganz unten. Wir sind noch ein kleiner Noob-Hacker. Aber, Freunde, unser Hacker-Imperium wird noch aufgebaut. Haha! Leute, also keine Angst vor mir, ich werde euch alle hacken. Naja, okay, irgendwie läuft das Ganze noch nicht so gut, unser Business. Aber Freunde, wir haben genug Opfer, zack, um uns jetzt hier, was haben wir uns freigeschaltet? Ah, einen chilligen Stuhl hier, interessant zum Sitzen hier. Und ich glaube, hier oben, genau, können wir uns ein bisschen Dekoration freischalten und unser Hackerlager, erweitern. Und noch mehr Freunde einstellen, willkommen, wir werden das größte Hacker-Imperium aller Zeiten. Warte mal, wozu ist der Manager da? Hallo? Du hast eine Tomate in den Augen. Hier, das Hörer ist kaputt, verdammt. Und er steht hier einfach so. Wie so ein NPC. Er steht hier einfach rum. Ach Gott, oh Gott. Alter, er slappt die ganzen Hacker wach einfach wieder. So, der Server ist wieder repariert. Alle mal an die Arbeit. Alle mal an die Arbeit. So, ab geht es. Die nächsten Friends werden sich auch freigeschaltet. Und der nächste Manager. Hallo, aufstehen. Ich stelle die gerade ein und direkt macht er schon eine Pause. Sofort aufstehen. Du kümmerst dich um alles. Okay, hör mir genau zu. Deine Aufgaben sind es auf jeden Fall, auf die Hacker aufzupassen, dass sie so viele Leute wie möglich hacken und... Hallo? Schläfst du gerade mit offenen Augen oder was? Hört mir gar nicht zu, verdammt doch mal. Aber das sieht doch sehr, sehr gut aus. Dann lass uns das Ganze mal hier freischalten, dass wir mehr Geld pro Hack kriegen. So, zack, auf Stufe 23. Sehr gut. Aber Freunde, wir dürfen natürlich nicht selber vergessen, auch mal hier den Hacker zu spielen. Auch wenn wir mittlerweile ein großes Hacker-Team haben. Aber jeder einzelne Hacker ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und die nächste Person... Okay, wird gehackt. Okay, 0101, zack, let's go. Und wir haben mittlerweile 300 Personen auf dem Gewissen. Das bedeutet, damit können wir uns, jetzt mal einen freshen Pool gönnen. Oh ja, ein Pool ohne Wasser. Okay, Freunde, also fürs Wasser hat es noch nicht gereicht, muss ich sagen. Bis jetzt konnten wir uns nur den Pool leisten. Ne? Das Wasser kommt irgendwann anders. dafür haben wir leider noch kein Geld. Oh, die Server sind wieder kaputt. Ich sehe schon. Das bedeutet, wir müssen die Server so, zack, wieder reparieren. Alle mal an die Arbeit. Wir kaufen uns Dekoration. Und unser Hacker-Team wird natürlich hier, zack, let's go, ein weiteres Mal hier erweitert. Und hier können wir uns da unten einen Kühlschrank gönnen. Nicht
nicht schlecht. Wir haben mittlerweile 1000 Personen gehackt und damit können wir uns jetzt hier, zack, oh, ein Billboard kaufen und, ey, da bin ich ja. Ach, schaut euch mal diese wunderschöne Gesichter an. Let's go, Freunde. Jetzt haben wir hier so ein eigenes Hacker-Gesicht hier. Oh, ja. Und da würde ich sagen, haben wir natürlich auch noch einiges an Geld und damit können wir jetzt hier unser, ach, schönen guten Tag, alles klar bei euch, alles klar. Ja, freut mich sehr. Und dann können wir uns natürlich hier die nächsten Mitarbeiter. Wieso hat der so eine Quietschensch? Naja, wenn es dir bei der Arbeit hilft, gerne. Und, Error? Ah, hallo? Aufstehen! Aufstehen! Sofort an die Arbeit. Zack, let's go. Und, oh, können wir doch hier durch. Oh, wir können uns hier noch, okay, einen Manager einstellen. Alles klärchen. Und wir können uns hier Dekoration freischalten und den nächsten Bereich erweitern. Let's go. Und hier können wir uns, okay, einen Katzenbaum hier. Okay, was geht ab? Ist das Maxwell? Okay, hierfür brauchen wir noch ein paar mehr Opfer, die wir hacken müssen. Deswegen würde ich sagen, oh, okay, okay. Geht alle an die Arbeit. Einen netten Fernsehen haben wir auf jeden Fall auch schon. Oh, es ist aber ganz schön teuer. Was gibt es hier oben zu erkunden? Was? Okay, gibt es noch mehr. Gibt es noch mehr Freunde, die wir uns jetzt hier zum Hacken freischalten können. 65.000. Junge, ganz schön teuer, muss ich aber hier sagen. Ich hoffe, ihr macht auch einen guten Job, ey. Und da wird es natürlich dringend Zeit. Oh, für einen Manager. Let's go. Und für 3000 Opfer können wir uns die zweite Deko-Etage freischalten. Okay, da würde ich sagen, alle Mann an die Arbeit. Ey, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Wir sind lange noch nicht fertig hier als Hacker. Bitcoin, zack. Boah, sieht das krass aus. Oh, so viele Leute haben wir schon insgesamt gehackt. Und wir sind, glaube ich, auf gutem Weg dabei, uns die Enden freizuschalten. Noch ein paar mehr Hacker müssen wir auf jeden Fall einstellen. Let's go. Und dann würde ich sagen, machen sich der Chef höchstpersönlich natürlich auch selber mal so an die Reihe hier ans Hacken. Zack. Okay, das Ganze haben wir erledigt. Und wir hacken uns hier in die Firewall ein und geben alles ein. Zack, 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 zack. Und damit haben wir die nächste Person erfolgreich gehackt. Freunde, es ist einiges an Zeit umgegangen. Wir haben genug Geld gespart. Wir haben mittlerweile 10 Millionen Cash und, oh, ein lilanes Haus. Let's go. Aus lilanem Pflaumen haben wir das Haus gefärbt. Und wir werden uns jetzt alles freischalten wie, ein, wow, 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 oh mein Gott, oh, ich habe Höhenangst, ein lilanes Trampolin, dann eine lilane. Wieso ist die Garage nicht lila? Okay, okay, immerhin eine Garage mit einem, zack, Elektroauto. Warte mal, wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Hat das hinten geparkt? Hä? Wo ist das Auto? Bist du ein Auto? Kann man nicht fahren? Nee, okay, das ist eine Glühbirne. Aber Freunde, naja, dann wurden wir gescannt. Ansonsten können wir uns hier nichts mehr kaufen. Okay, das ist der Tycoon von unserem Nachbarn. Sorry da drüben. Tut mir leid, tut mir leid. Let's go. Und Freunde, ihr seht es, unsere Vitamine-Arbeiter, unsere Hacker-Armee ist fleißig am Hacken. Und wir kaufen uns dann hier, zack, oh, einen großen Flopper. Miau, miau, was geht ab? Dann kaufen wir uns hier einen Disco-Ball. Okay, okay. Was ist das hier? Oh, okay. Natürlich Bloxy-Cola. Das darf in keinem Business fehlen hier. In keiner Fabrik. Und wir schalten uns, zack, die zweite Etage frei. Und den zweiten Boden hier. Und, oh, Betrüger. Oh, wer ist denn da? Der Buster ist da. Jo, es war gelb, sagt er. Quoted gelb raus. Dann schalten wir uns auch hier die nächsten Arbeiter frei. Zack, einen Manager. Oh, ganz schön. Ey, teuer, aufstehen, aufstehen. Ich bezahle dich nicht fürs Nichtstun. Eine Top-Pflanze. Wow, Pflanze, die Top-Pflanze. Und, oh, es gibt sogar noch eine Etage hier. Oh, es wird ja noch riesengroß hier, Freunde. Zack, dann schalten wir uns hier noch alles mögliche frei. Oh, 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 ganz schön teuer, muss ich sagen. Eine, was ist das hier? Okay, zack, oh, okay, okay. Von hier haben wir die ganze Stadt gehackt. Überall Zugriff auf die Sicherheitsüberwachungskameras. Aha, 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 interessant. Hier haben wir einen Blick über alles. Und, Junge, ich will eigentlich nicht sehen, wie irgendeiner auf die Toilette geht. Darauf habe ich eigentlich nicht so Lust. Und, nur 21 Zeichen. Okay, das ist der Mitarbeiter des Monats. Obwohl wir nur Vitamine haben, ist trotzdem er der Mitarbeiter des Monats. Okay, und da würde ich sagen, gehen wir auf das Dach und kaufen uns eine Top-Antenne. Oh, jetzt haben wir eine Antenne um. Und Freunde, oh, ein Top-Radar für 3 Millionen. Let's go. Oh, dachte, wir haben alle 4 Kapseln gefunden. Das bedeutet, Freunde, wir werden das erste Enduktee. Wir werden, okay, nachdem wir hier das Ganze, nachdem wir das Ganze gemacht haben, jo, Freunde, wie war euer Tag eigentlich so? Erzählt mal ein bisschen. Habt ihr schon das Video geliked? Oh mein Gott, ey, das dauert übelst lang. Aber, Freunde, insgesamt gibt es 3 Enden. Und wir kommen jetzt zum allerersten Ende. Und, oh mein Gott, was passiert? Was passiert? Okay, wir biegen uns an. In die Luft und... Reactor Startup. Oh mein Gott, das neidische Ende. Du hast den Mond geklaut. Oh, okay, sorry.
Ja, passiert. Ab in meine linke Hosentasche. Freunde, wir haben mit einem Laserstrahl einfach den Mond geklaut. Das bedeutet das als erstes Ende. So haben wir uns an unseren Papa anscheinend gerecht. Alles klar. Ja, ich hack einfach die ganze Welt. Ich hack den Mond und alles, was ich will. Aber ich würde sagen, Freunde, wir haben noch ein bisschen mehr Geld am Start. Und ich habe mich hier verlaufen. Hallo, wie geht es hier runter? Perfekt. Ab geht es jetzt hier nach unten. Und dann würde ich sagen, Freunde, kommen wir zum zweiten Ende. Was wir uns auch noch hier freischalten werden. Nämlich werden wir jetzt unserem Papa beweisen, dass er falsch lag. Ah, wir haben den Mond. Das erste Ende beweisen, dass unsere Eltern falsch lagen. Okay, unser Papa guckt Fernsehen und... Ding Dong, Hallöchen. Wer ist laut? Warte mal, was? Yo, Papa, was geht ab? Kennst du mich noch? Why are you so down? Warum siehst du so reich aus? Weil ich reich bin. Ich habe hart gearbeitet. You know, I worked hard to raise you. Dass ich hart gearbeitet habe, um dich zu erziehen. Nö. Wir steigen ein und, irgendwie, was war das? Also, ich glaube, Freunde, den Führerschein müssen wir nochmal machen. Oder haben wir gerade das Auto gehackt? Ende 2 von 3. Let's go. Wir haben auch Papa bewiesen, dass er falsch lag. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, kommen wir zum allerletzten finalen Ende, Freunde. Davor müsst ihr aber alle dem Video einen fetten Daumen nach oben geben. Sonst werde ich dich hacken. Oh ja, Freunde. Also, ich werde auf jeden Fall das Video liken. Und wie wir das letzte Ende freischalten, das werde ich euch jetzt zeigen. Nämlich, Freunde, wir erinnern uns, oder? Erinnert euch noch, Freunde? Also so ein bisschen wenigstens. Wir haben ja mit ihm gesprochen und er hat gesagt, für 2 Millionen Cash wird er was tun. Und wir haben 2 Millionen Cash und deswegen würde ich sagen... Geh weg oder ich würde dich erledigen. Okay, wir fragen nur mal, yo, wer bist du? Ich erledige Leute für Geld. Okay. Kann ich dich einstellen, fragen gehen? Okay, 2 Millionen Dollar und wir geben wie 2 Millionen Dollar und let's go! Und wir haben einen Sniper eingestellt und... Bitte erledigen und... Oh oh, ich glaube, Freunde... Oh, das ist unser Papa. Dieser dumme Fernseher wird nicht funktionieren. Und... Stopp. Und das war das Sniper-Ende, Freunde. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt unseren ganzen Hacker-Tycoon abgeschlossen. Uns an unsere Papa gerecht. Und ihr seht es, wir haben alle 3 Enden freigeschaltet. Let's go. 3 von 3 Enden. Ah, wir können es ja hier ein bisschen upgraden. Zack, zack, zack. Aber wir haben eh alles durchgespielt. Ich habe mich alles gehackt. Wir haben den Mond gehackt, Freunde, zusammen. Wir haben hier alle Computer der ganzen Bevölkerung gehackt. Und das Wichtigste ist, dass wir unserem Papa bewiesen haben, dass wir doch reich und berühmt werden können. Und kein Loser sind. Und da würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.